Bei der Voestalpine Tubulars hier am Standort Kindberg kommen bei der Herstellung von nahtlosen Stahlrohren drei Verformungsschritte zum Einsatz. Das Schrägwalzwerk mit darauffolgender Stoßbank und das Streckreduzierwalzwerk. Als Vormaterial für die Herstellung von Nahtlosrohren werden hauptsächlich Stranggussknüppel mit einem Durchmesser von 230 mm verwendet. Diese kommen aus der konzerneigenen Produktion in Donauwitz, einem der modernsten Stahlwerke der Welt. Die Stranggussblöcke werden überwiegend mittels zweier Hartmetallsägen auf die gewünschten Einsatzblocklängen geteilt. Für einen kleineren Teil kommt ein Vorwärmofen mit einer nachgelagerten Knüppelschere zum Einsatz. Anschließend werden die Blöcke in einem automatisierten, rechnergesteuerten Drehherdofen auf eine Verformungstemperatur von ca. 1280 Grad Celsius erwärmt. Im Diescher Schrägwalzwerk werden die runden massiven Vorblöcke in einem Walzvorgang mit einer Auslaufgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde über ein entgegengehaltenes Innenwerkzeug zu Hohlblöcken umgeformt. Durch den Einsatz von Innenwerkzeugen, sogenannten Dornstangen, sowie hintereinander angeordneten Walzgerüsten werden die Hohlblöcke zu Rohrluppen abgewalzt. Das heißt, das Material wird bis zum 17-fachen der Ausgangslänge gestreckt. Die maximale Länge der Luppen ist 22 Meter und die minimale Wandstärke beträgt 3 mm. Nach dem Aufweiten des Mutterrohres im Rohrlösewalzwerk wird die noch in ihr steckende Dornstange ausgezogen. Mittels radiometrischer Messung wird die Wandstärke des Mutterrohres vor dem Einfahren in den Nachwärmofen über die gesamte Länge geprüft. Nach der Vermessung werden die Rohrluppen in einem computergesteuerten Hubbalkenofen erneut auf die richtige Temperatur für den anschließenden Streckreduzierprozess gebracht. Eine Drehung während des Transporters gewährleistet die gleichmäßige Erwärmung. Am 28-gerüstigen Streckreduzierwalzwerk entstehen ohne Innenwerkzeuge die geometrisch fertigen Rohre mit ihren definierten Durchmessern und Wandstärken. Nach dem Walzprozess werden die Wandstärken über ihre gesamte Länge radiometrisch vermessen. Die Ergebnisse werden grafisch dargestellt, dokumentiert und dienen der Steuerung des Walzprozesses. In der Rohrschnellkühlung können die bis zu 150 Meter langen Rohradern abgekühlt werden, um bestimmte mechanisch-technologische Eigenschaften zu erreichen. Schließlich werden die abgekühlten Rohradern auf zwei Hartmetall-Lagensägen auf Mehrfach- oder Verkaufslängen eingeschnitten und entweder der Weiterverarbeitung zum jeweiligen Endprodukt zugeführt oder als Vorrohr für Ziehereien oder die Drillpipe-Fertigung versendet. Rohre für die Nutzfahrzeug-Automobilindustrie. Mechanische Rohre. Kessel-, Druck- und hochtemperaturbeständige Rohre. Tough Tubes. Rohre für die Öl- und Gasindustrie. Auf Kundenwunsch werden API-Stauchungen sowie Sonderstauchungen für Drillpipe-, Integral- und Premium-Verbindungen vorgenommen. Die Rohre werden an den Enden induktiv erwärmt und anschließend entweder in einer mechanischen oder in einer mechanisch-hydraulischen Presse in bis zu drei Verformungsschritten auf die gewünschte Kontur gestaucht.
Im sogenannten Austenitisierungsofen erfolgt die Erhitzung auf Härtetemperatur. Dadurch wird das Härten im Vergüterbetrieb bzw. das Normalisieren ermöglicht. Das rasche Abkühlen bewirkt ein definiertes Härtegefüge. Das so behandelte Material ist Voraussetzung für das nachfolgende Anlassen. Im Anlassofen werden die gehärteten Rohre auf eine entsprechende Temperatur erwärmt und für eine definierte Zeit auf dieser Temperatur gehalten. So erzielt man den gewünschten Gütegrad. Die vergüteten bzw. naturharten Rohre werden in den Richtmaschinen gerade gerichtet. Die Rohre werden mittels elektromagnetischer Verfahren zerstörungsfrei geprüft und anschließend an den Rohrenden mittels Magnetpulver kontrolliert. Das Spektrum umfasst die Inspektion auf Längs-, Quer- und Schrägfehler an Innen- und Außenoberfläche sowie die Prüfung der Wanddicke und auf Doppelungen. Die Wanddicke der Rohre kann über deren Gesamtlänge geprüft werden. Für die Weiterverarbeitung von einbaufertigen Ölfeldrohren sowie anderen Rohrprodukten für die Öl- und Gasindustrie stehen zwei Gewindeschneidlinien mit je 4 CNC-gesteuerten Gewindeschneidautomaten zur Verfügung. Mit diesen Anlagen werden an den Rohrenden Verbindungen gefertigt, angefangen von einfachen API-Gewinden bis hin zu gasdichten Premium-Verbindern. Die zur Herstellung von einbaufertigen Ölfeldrohren notwendigen Muffen werden ebenfalls aus Nahtlosrohren hergestellt. Die Vorrohre werden auf Rohrtrennanlagen zu Rohlingen abgelenkt. Auf CNC-gesteuerten Gewindeschneidautomaten werden daraus OCTG-Muffen gedreht. Nach der Maßkontrolle und der zerstörungsfreien Prüfung werden die Muffen phosphatiert und zur Weiterverarbeitung zur Muffenaufschraubung geliefert. Auf die Ölfeldrohre werden einseitig die zugehörigen Muffen aufgeschraubt. Dabei werden für jede Verbindung Verschraubmoment und Verschraubweg automatisch überwacht und dokumentiert. Bei der Wasserdruckprüfung werden die Rohre mit einer Öl-Wasser-Emulsion gespült und anschließend, abhängig von Dimension und Gütegrad, nach vorgeschriebenen Prüfszenarien Druck und Prüfdauer geprüft. Die Gewinde an den Rohrenden müssen für den Transport vor mechanischen Beschädigungen und Korrosionsschäden geschützt werden. Dazu wird nach der Wasserdruckprüfung auf jedes freie Gewinde ein Korrosionsschutzfett aufgebracht und eine Gewindeschutzkappe aufgeschraubt. Auf der API-Kontrollstrecke werden die Rohre gewogen, gemessen und je nach Bedarf Rohr und Muffe durch eine Hartprägung gekennzeichnet. Produktions- bzw. auftragsspezifische Daten werden entlang des Rohrkörpers aufgebracht. Anschließend werden die Rohre in Bunden zusammengefasst und versandfertig gestellt. Voestalpine. Einen Schritt voraus.